Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Rachel, I've got to tell you something. Ist das jetzt die finale Entscheidung des Spiels? Ja, also ich würde es ja folgendermaßen machen. Ich würde sie jetzt erstmal anlügen, weil es ihr halt gesundheitlich echt nicht so gut geht. Ich meine, gut, sie ist über den Berg, aber die muss ja jetzt nicht hier im Krankenhaus die Wahrheit erfahren, ja. Und sobald das alles überstanden ist, würde ich ihr halt sagen, hey, ich wollte dich schützen, ist doch alles anders gelaufen. Die Wahrheit ist dies und das. Das Ding ist aber, ich glaube nicht, dass Chloe das so machen wird, wie ich das hier gerade vorgeschlagen habe. Sonst macht die ganze Entscheidung hier gar keinen Sinn. Und daher werde ich ihr die Wahrheit sagen. Denn, wie ich eben schon sagte, diese Vater-Tochter-Beziehung würde auf einer kompletten Lüge aufbauen, ja. Rachels Leben baut ja leider sowieso schon auf einer Lüge auf, weil ihre Mutter eben nicht ihre Mutter ist, was sie lange Zeit gedacht hat. Und ihre leibliche Mutter, ja, ist ein bisschen strange, will sie auf jeden Fall jetzt eben doch nicht treffen, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber vielleicht schützt sie sich auch einfach nur selber damit, weil dann viel zu krasse Gefühle aufkommen würden und sie fürchtet sich vielleicht auch ein bisschen davor, vor diesem Treffen, vor all den Fragen, die Rachel hat, vor den Konsequenzen mit James, ja, und all das. Also irgendwo kann ich Sarah dann auch verstehen, aber ja, ich kann ihr den Wunsch einfach nicht erfüllen, dass ich den Mund halte. Kann es absolut nachvollziehen, dass sie möchte, dass sie zumindest noch einen Vater hat. Ja, aber das, was er getan hat, das ist unverzeihlich. Und ich kann nur sagen, jegliche Beziehung, egal ob freundschaftlich oder partnerschaftlich, es baut auf Vertrauen auf. Lüge ich Rachel jetzt an, habe ich die Beziehung, egal ob platonisch oder jetzt, ja, partnerschaftlich, nicht verdient. Sie muss die Wahrheit erfahren, auch wenn es eine schmerzliche Wahrheit ist. Es tut mir leid, Rachel. Es tut mir verdammt leid.
dieser Blick kann töten. Es tut mir so leid. We'll be right back.
Ja, das war die finale Entscheidung. Und gleichzeitig war es das auch mit Life is Strange Before the Storm. Zumindest die drei Hauptepisoden. Es gibt ja noch eine Bonus-Episode, wo wir dann die ganz, ganz frühe Kindheit von Max und Chloe erleben werden. Das soll aber nur eine kurze Bonus-Episode sein. Da bin ich mal gespannt, um was es da geht. Gucken wir uns natürlich auch noch an. Ja, das Ende kommt jetzt irgendwie ein bisschen plötzlich, weil, naja, einiges bleibt halt jetzt doch noch offen. Wir haben gesehen, Chloe und Rachel sind glücklich, also bin ich auch sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, die Wahrheit gesagt zu haben. Aber wir haben halt jetzt nicht erfahren, wie das alles weitergeht, ja, also wie Rachel dann an Frank gerät und wie die beiden zusammenkommen, ob sie zusammenkommen. Vielleicht haben sie ja auch nur ein paar One-Night-Stands gehabt oder so, ich weiß es nicht. Ist alles ein bisschen seltsam. Rachel ist und bleibt ein Geheimnis, das nicht komplett gelüftet wird. Wir können da jetzt nur mutmaßen, was da passiert ist, ja? Vielleicht... Ja, ich will eigentlich gar keine Vermutungen aufstellen, ja. Lassen wir es lieber bei den Bildern, die wir da jetzt zuletzt gesehen haben. Die waren ganz schön. Da war alles super toll zwischen Chloe und Rachel. Ich will jetzt gar nicht so mutmaßen, als hätte Rachel sie betrogen oder würde es gar nicht als richtige Beziehung ansehen. Ich habe keine Ahnung, ja. Das werden wir vermutlich nie erfahren, denn in Life is Strange 2 wird es um komplett andere Charaktere gehen. Das werden wir dann auch erfahren, wenn der Titel auf der diesjährigen E3 2018 enthüllt wird. Ja, und solange haben wir noch, wie gesagt, diese Bonus-Episode. Trotzdem kann man durchaus schon ein kleines Fazit zu Life is Strange Before the Storm ziehen. Und das fällt für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gemischt aus. Also zum einen stört es mich, dass halt wirklich nicht alle Fragen geklärt wurden. Zum anderen, es waren drei Episoden. Da mag man meinen, dass man, wenn man sich auf drei Episoden konzentriert, einen guten Erzählfluss hinkriegt und stetig Spannung bieten kann. Aber das war nicht immer der Fall. Einiges in der Handlung empfand ich sogar als recht belanglos, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war schon nicht immer ganz einfach. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich nach Thumbnails oder Titeln geguckt habe, was ich da machen kann. Es war schon hin und wieder mal eine Challenge. Also, man muss wirklich sagen, Before the Storm unterscheidet sich schon krass vom ersten Teil. Nicht nur vom Gameplay, weil du hier halt nicht die Zeitreisen hast, du hast Max nicht, du hast anstelle dessen, ja, mehr Zwischenmenschliches. Und eben dieses Streitgespräch, diese komische Fähigkeit von Chloe, die ich jetzt, ja, weiß ich nicht, auch ein bisschen aufgezwungen fand irgendwie. Aber bemerkenswert, dass ich kein einziges Mal gefailt habe, das habe ich gar nicht erwartet. Also da ist mir immer alles gelungen, auch wenn es oft knapp war. Ja, das war nicht ganz so meins, weißt du? Also da fand ich schon die Zeitreisen viel, viel besser. Und der erste Teil bot natürlich auch viel, viel mehr Spannung. Aber ja, trotz dessen war es, denke ich, ein guter Abschluss für Acadia Bay und für Rachel, Chloe und Max. Denn die Reise wird hier enden, das ist ja schon bekannt. Es gibt zwar auch einen Comic, glaube ich, der jetzt da aktuell gerade rauskommt oder in Bearbeitung ist. Der führt das Good Ending von Life is Strange 1 weiter, aber... Naja, es wird halt vermutlich kein neues Game mehr geben. Wir werden also all die offenen Fragen individuell beantworten müssen. Jeder für sich. Aber hat ja auch was irgendwo. Ansonsten ist nicht so, als wäre jetzt alles schlecht gewesen. Ja? Also ich will es jetzt hier gar nicht so darstellen. Einiges war auch tatsächlich besser als im ersten Teil. Da denke ich nur an bestimmte Szenen wie in Life is Strange, in Episode 1. Das am Schrottplatz, ne? Diese schreckliche Nachricht, wie gut das einfach visualisiert wurde mit der Musik und alles. Oder auch jetzt hier in Episode 3, diese Krankenhausszene, beziehungsweise eben der Moment, wo Chloe Rachel ins Krankenhaus bringt, untermalt mit dieser heftigen Mucke.
Oder ganz am Anfang von Episode 3. Das war ja von vielen von euch auch die beliebteste Stelle, so wenn ich das in den Kommentaren richtig gedeutet habe. Einfach wie das alles visualisiert wurde mit Rachel oder beziehungsweise eigentlich eher Sarah und James, ja, diese Geschichte, wie Rachel das durchs Fernglas gesehen hat, weil ja auf dem Berg im Park haben wir ja auch durch ein Fernglas geguckt und da hat sich dann Rachels Leben ja, zu wenden begonnen. Das war schon ziemlich cool. Aber ansonsten musst du halt schon sagen, es ist nicht wirklich zu vergleichen mit dem ersten Teil. Für Fans mit Sicherheit eine tolle Sache, aber es kommt nicht an den ersten Teil ran, ja, das muss man auch ganz klar sagen. Ich bin letzten Endes auch sehr, sehr froh, dass ich eben nicht mit diesem Teil begonnen habe, weil ihr erinnert euch ja, im ersten Part von Lightstress 1 habe ich euch auch schon gesagt, dass ich erst lange überlegt habe, mit welchem Teil ich beginnen soll, ja, weil ich wollte ja sowas Spezielles machen, so der erste sein, der mit dem Vorgänger beginnt und dann den Hauptteil spielt. Bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich von dem ganzen Franchise ein falsches Bild bekommen, ja. Würde ich den ersten Teil nicht kennen und hätte das jetzt hier gezockt. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Teil dann noch angerührt hätte, weißt du? Weil das ist halt, das Spiel ist halt für mich mehr Fanservice. Es gibt so ein paar Blicke hinter die Kulissen und klärt ein paar Fragen, aber eben auch nicht alle. Aber ich glaube nicht, dass mich das dann so gepackt hätte, dass ich sage, komm, ich spiele da jetzt nochmal den anderen Teil. Ohne zu wissen, was überhaupt auf mich zukommt, ja? Das war schon eine sehr gute Entscheidung, dass ich es in der richtigen Reihenfolge gespielt habe. Weil in den ersten Teil habe ich mich echt verliebt. Das ist einer meiner Lieblingsspiele geworden. Den zweiten muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht nochmal zocken. Ja, also es ist einfach so. Aber was das andere Ending angeht, das zeige ich euch natürlich auch noch, ist ja klar, ne, was passiert, wenn man Rachel vor der Wahrheit schützt. Das werde ich auch gleich noch einblenden. Und was mich jetzt auch persönlich noch interessieren würde, ist, was passiert denn bitteschön, wenn man im Gespräch mit Damon direkt das Messer zückt? Legt er einen trotzdem um? Weißt du, darüber ärgere ich mich halt jetzt. Darüber ärgere ich mich jetzt gerade richtig. Weil ich wollte es ruhig angehen, aber der Typ ist halt sofort ausgetickt. Klar, jetzt sagen viele, hättest du dir doch denken können, der Typ ist ein Mörder. Aber, come on. Würdet ihr da reingehen und ihn sofort mit dem Messer angreifen? Ich glaube, das würden die wenigsten machen. Ich wollte ihm erstmal das scheiß Geld anbieten und dann verhandeln, aber nö, hat mir sofort die Fresse zusammengehauen. Ach, ist ein Arschloch. Ja, aber insgesamt fand ich Episode 3 jetzt recht gut. Die zweite ist für mich tatsächlich die schwächste. Meine Lieblingsepisode... Weiß ich nicht, ey. Also herausragend war jetzt keine von den dreien, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde fast tippen, dass die erste mir immer noch am besten gefallen hat. Ja, wirklich. Ich würde sagen 1, 3 und dann 2. Musik war in dem Spiel ebenfalls wieder on point, zwar nicht ganz so top wie im ersten Teil, aber es gibt auch hier in Before the Storm einige Tracks, die richtig, richtig gut sind, größtenteils ja von Daughter. Da kann man sich auf jeden Fall mal zurücklehnen und der Musik lauschen, das war alles in allem sehr, sehr schön. Diese ganzen Albträume mit dem Vater fand ich aber auch irgendwie etwas deplatziert. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber das passt irgendwie gar nicht so richtig rein. Ich weiß auch gar nicht, was das sollte. Sollte es dem Spieler jetzt irgendetwas sagen? Ach nein, wir sind bei der Minderheit? Echt? Wow. Wieso denn das? Haben sich da echt so viele von Sarahs Gelaber einlullen lassen? Ich meine, gut, ich will es jetzt nicht als die falsche Entscheidung darstellen, ne? Also es gibt, genau wie bei Life is Strange 1, für beide Entscheidungen gute Argumente. Aber ja, ich habe ja meinen Standpunkt erklärt, ne? Ich finde das einfach nicht richtig, das alles jetzt auf eine Lüge aufzubauen. Ja, nicht nur das Verhältnis zum Vater, sondern gleichzeitig eben auch das Verhältnis zu Chloe, weil wir sie ja anlügen oder beziehungsweise eben vor der Wahrheit schützen, in Anführungsstrichen. Aber es ist ja nichts passiert. Wir haben es ja jetzt hier in den Trailern gesehen. Gut, sie hat jetzt keinen Vater mehr. Aber ganz ehrlich, wenn der Vater
so weit geht, um seine Tochter vor ihrer leiblichen Mutter zu bewahren, das kannst du ja nicht zulassen. Das ist ja kriminell. Ne? Also der Vater hin oder her, da musst du die Tochter dann eher vor dem Vater schützen, weil das geht zu weit. Er meint es natürlich irgendwo nur gut, genauso wie Sarah auch, aber das geht einfach zu weit. Das ist krank. Da muss ich aber Sarah auch irgendwo Props geben, dass sie halt trotzdem von uns gefordert hat, alles zu verschweigen, obwohl James ihr sowas angetan hat. Ja, also du merkst halt da schon, ihre Muttergefühle sind da, sie will das Beste für Rachel. Es lag letzten Endes an mir. Ich bin im Reinen mit meiner Entscheidung. Bestimmt gibt's auch einige, die ja jetzt andere Meinungen in den Kommentaren haben. Ist auch okay. Wir gucken uns, wie gesagt, auch gleich nochmal das andere Ending an. Ich bin gespannt, was da dann zu sehen sein wird. Aber Rachel hat jetzt keinen Schaden genommen, hatte ich den Eindruck. Also, da läuft ja alles zwischen ihr und Chloe. Von daher bin ich guter Dinge, dass das alles auf Wahrheit und Vertrauen aufgebaut hat. Okay, kommen wir zu den kleineren Entscheidungen. Was? Wieso hat sich da jetzt die Prozentanzeige geändert? Ach so, nee, ich bin auf Freunde gegangen. Quatsch, ich will auf die nächste Seite. Sorry, ich habe mich verdrückt. Wie peinlich. Das hat keiner gesehen. So, du hast deine Pflanze mit Limo getötet. 83%. Ach, Entschuldigung, das wollte ich doch nicht. Mann, du hast Davids Foto angenommen. Haben 90% getan. Vermutlich, weil die meisten halt den ersten Teil gespielt haben, genau wie ich, und eben wissen, dass David sich noch gut entwickelt. Dann, du hattest Drews Geld am Anfang des Tages nicht. 66%. Du hast Damon Drews Geld gegeben. Achso, ja, das baut natürlich auf vorherige Geschehnisse auf. Dann, du hast die Norths im Krankenhaus besucht. Das kann man theoretisch auch komplett skippen. Da war jetzt auch nichts Relevantes dabei, aber ja, wäre auch ein bisschen ignorant gewesen, den armen Mikey da jetzt allein zu lassen. So, aber Bock auf das Spiel hatten wir nicht. Und interessanterweise hatte das fast niemand. Nur 5% haben mit ihm gespielt. Hoho. Ja, ist ja brutal. Und ignoriert haben die beiden nur 1%. So, du hast der Feuerwehr kein Geld gespendet. Was? Wie kann man denn der Feuerwehr Geld spenden? Und vor allem, welches Geld? Zu dem Zeitpunkt hat man doch gar kein Geld, oder? Das muss so eine Geheimmission sein, weil 96% haben das Geld nicht gespendet. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Wo soll denn das gewesen sein? So, dann. Du hast Damon überzeugt, dass Gerald der Spitzel ist. Ja. Das haben nur 17% geschafft? Warte, war das falsch? Nein. Oder? Jetzt sag nicht, dass das falsch war, weil nur 17% haben das hingekriegt. Das bezweifle ich irgendwie, dass die alle zu blöd sind. Wenn, dann bin ich der Trottel. Was Damon verraten? Dass Thunder der Spitzel ist, was Damon überzeugt? Was Sheldon der Spitzel ist? Okay, es steht einmal da, verraten, und zweimal überzeugt. Heißt das, dass Thunder eigentlich der Verräter war? WTF? Aber selbst wenn, das habe auch nur 27% angewählt. Das ist ja komisch. Warte. Rachel traf ihre Mutter? Das geht? Nee. Wie denn? What? Ist es dann beim anderen Ending oder was? Okay, das versuche ich herauszufinden und nach Möglichkeit noch einzublenden. What the hell?
Der Dark Room. Rachel. Warum musste das jetzt sein? Wie gemein. Oh, das war nochmal ein bitterer Beigeschmack, ne? Aber ich glaube, die Entwickler wollten auch sicher gehen, damit jeder weiß, hey, das ist hier kein Happy End. Rachel stirbt trotzdem. Ja, sad. Aber das konnte man natürlich nicht verhindern, dass sie im Darkroom landet und von Mr. Jefferson, beziehungsweise dann letztlich von Nathan Prescott, wenn noch nicht gewollt, getötet wird. Ja, und als nächstes kommt dann die Bonus-Episode Lebewohl. Aber nun kommen wir erst einmal zum anderen Ending. Wir schützen sie vor der Wahrheit. Hey. What's wrong? I failed you. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seem so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Me too. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know wherever she is, she loves you very much. How do you know that? Because why should she be any different from the rest of us? Tatsächlich war das auch die einzige Szene im Abspann, die sich geändert hat. Man kann also sagen, es spielt keine große Rolle, ob man jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Also zumindest in Bezug auf den Abspann, ja. Klar spielt es eine Rolle, ob sie dann noch ihren Vater hat oder nicht. Aber ja, ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Entscheidung. Sie hat die Wahrheit verdient. Jetzt möchte ich aber sehr gerne wissen, wie es doch noch zum Treffen zwischen Rachel und ihrer Mutter Sarah kommt. So, meine Nachforschungen haben ergeben, dass man das Secret Ending mit Sarah und Rachel nur sehen kann, wenn man sich damals bei der Entscheidung zwischen Kuss, Tattoo und Armband für Armband entscheidet. Ja, richtig gemein. Nur dann erscheint Sarah im Abspann. Und im Übrigen gibt es je nach Spielweise noch ein paar weitere Unterschiede in Bezug auf Nathan, Samantha und Elliot, weshalb ich euch jetzt einfach nochmal den kompletten Abspann mit allen Secret Endings quasi ans Ende des Videos packe und dann verabschiede ich mich endgültig. Bis zur Farewell-Bonus-Episode. Ciao, Leute!